kämpfe hier gegen so einen Spinner, der mich hier einfach killen will. Und du bist auf dem Klo kacken oder was weiß ich. Eis? Oh ja, ich glaube, das ist ja weg. Und wieder wird's Zeit gleich für Müllabfuhr Simulator 2012 Mega Man Edition. Ich glaube, Eis hat bei ihm einen guten Schaden gemacht. Ich glaube, das probieren wir mal. Und damit, also der Superschuss ist gut, aber er behindert mich ein bisschen bei den Gegnern. Achso, ich habe das drin. Obwohl, warum nicht? Wisst ihr, denn das aufgeladene Eis ist verdammt gut, wenn ich mir so überlege. Aber wenn ich getroffen werde, dann ist es natürlich wieder Seite und benutzt hier. Ja, es ist absolut nutzlos, außer hat was kämpfen. Drill Rhino! Und damit, yo, sind wir jetzt dabei? Na, kriegen wir's hin? Ja, Müllabfuhr-Simulator mal wieder. Mega Man Edition. Komm, boom! Gut. Und wir ballern wieder drauf. Ja, mir fällt gar nicht ab. Was soll ich denn dazu sagen? Wir spielen halt Müllabfuhr-Simulator oder wie diese Spiele auch alle heißen mögen. Weil was machen wir denn hier? Wir zerstören Kisten. Was macht man mit Zerstören? Wo werden hier Kisten noch zerstört? Oder Kartons? Beim Müll! Also, weißt du, das ist kein Grund, Kartons zu zerstören. Also machen wir Kisten. Also wir sind wie ein Müllabfuhr-Simulator. Ganz einfach. Ich verstehe zwar nicht den Sinn dahinter. Immer nur Kisten zu zerstören, aber es wird schon seinen Sinn haben. Oh, und wir kommen mal wieder schwer verletzt zu Bit natürlich. Wie immer. Und, nein, Ex, soll ich nicht den Schuss machen, ne? Der Ex kriegt den. Aber gut, immerhin hat er den Müll mal wieder beseitigt. Damit geht das Doppelschiff wieder weg, bedankt sich und er kann dann weiter rasen zu Bit. Richtig, jetzt kommt er ja. Aber diesmal kriegt er einen Eisstiel in den Hintern. Dann komm mal her, Bit. Jetzt wirst du in Bit. Jetzt biten wir dich, Bit. Der ist gar nicht so einfach, wie ich ihn in Erinnerung hatte. Er ist schwerer. Gucken wir mal, ob er dadurch Damage kriegt. Damage, Target, der Bit. Jo, das habe ich jetzt. Ja, er kriegt einen richtigen Schaden durch das Eis. Ich glaube, damit können wir ihn hinkriegen, wenn wir uns anstrengen. Lieber weg. Komm, hier lang. Nein, da ist ein Ring. Nimm sein komischer Ringman-Ring und der hast da immer durch. Und, bitte. Oh, Bit. Ey, du gehst mir so auf den Sack. Du bist ein scheiß Gegner. Weißt du das eigentlich? Du bist nervig. Du bist doof. Du bist... Ich mag den Gegner nicht. Ich will ihn eigentlich nicht einsetzen, aber ich glaube, es ist besser. Komm, setz ein. Genau. Jetzt ist er zwar wieder leer, aber vielleicht haben wir jetzt endlich eine Chance gegen diesen Blödmann da. Wenn es so weitergeht, nein. Aber ich kriege ihn doch wohl noch hin mit Eis. Hallo, der ist doch nicht so schnell. Er hat immer das Gleiche, was er macht. Oh, ja. Genau, wir werfen zwei Ringe diesmal. Wir wissen... Boah, der Gegner ist ein blödes Arschloch. Wisst ihr das? Natürlich, genau. Jetzt, wo ich dich umgebracht hätte, sterbe ich. Oh, na klar. Ey, das kotzt mir jetzt schon wieder an. Okay, also dann wird es nicht Blast Hornet sein. Dann nehmen wir jetzt einen anderen. Wir nehmen jetzt Volt Catfish. Genau, wir gehen mal zu Volt Catfish. Vielleicht können wir das jetzt machen. Ich muss mal gucken, jetzt war ja die Cutscene. Jo, jetzt gibt hier nämlich ein geheimes Level. Oh, ich sollte da nicht springen. Ich sollte einfach durchrasen. Ich zeig's euch. Guckt, hier könnt ihr normalerweise nicht runter. Dadurch, dass wir jetzt aber diese Cutscene davon vorher aktiviert haben mit Bit, Byte und Wire, können wir jetzt hier hin. So, was macht das? Ihr seht's jetzt selber. Eine geheime Stage. In Volt Catfish Stage, richtig. Was macht diese Stage? Ich weiß nicht, ob sie... Doch, sie macht storymäßig und soweit was. Wenn wir das jetzt machen, müssen wir diesen Kampf nicht mehr später machen. Geht nicht mehr. Boah, ist doch egal. Dann gehe ich doch einfach hier rüber und... Hey, da kann ich meinen Subtank ein bisschen aufladen. Das ist gut. Bei denen habe ich jetzt blöde eingesetzt gegen Bit und es hat mir gar nichts geholfen eigentlich. Aber, naja. Stacheln? Oh, nicht hier. Ha! Instant Death. Lad auf Ex. Wir gehen jetzt zu Vile. Jo, er ist hier der Vile. Und wir müssen ihn vernichten natürlich. Ich meine, der wird wohl kaum uns irgendwie ein Geschenk machen. Und da kommt er schon mit seiner blöden Rüstung. Hehehe, you're trapped, Ex. Vile? Zero and I destroyed you years ago. This factory is set to blow in a matter of minutes. Until then, I try to keep you busy.
Jo, Vile ist und bleibt der gleiche Arsch wie eh und je. Und er ist aber wirklich einfach zu machen mit dem Buster. Ihr seht's ja, er macht nichts anderes mit seiner Armor. Ihr müsst einfach bloß rennen. Und ausweichen, so gut es geht. Ich stelle mich hier gerade bescheuert an, das geht nicht mehr, aber es ist normalerweise wirklich einfacher. Ich stelle mich hier einfach gerade bescheuert an, das ist was anderes. Ihr könnt auch so machen. Es ist vielleicht sicherer, wenn ich das vielleicht mache. Seht ihr, wir gehen hin und her und schießen mit dem Bastard. Er hat zwar hier auch eine Schwäche, aber brauchen wir die? Nee. Den kriegen wir auch so fertig, den Vile. Wenn wir ihn hier besiegen, dann müssen wir ihn später in den Doppler-Stages nicht mehr besiegen, glaube ich. Soweit ich das noch richtig mitgekriegt habe. Wir sehen es ja erst am Ende. Aber seine Rüstung ist tot. Und damit müssen wir ihn jetzt so bekämpfen. Ne? Und jetzt fängt er an. Jetzt wird er ein bisschen schwieriger. Richtig. Ihr seht es ja. Also er ballert nach uns. Da weichen wir aus. Wenn er springt, schnell durch ihn durch. Und auf. Richtig. Das ist alles. Und so sollten wir ihn auch hinkriegen eigentlich. Wenn ich nicht andauernd so spät dran wäre. Also ihr müsst wirklich einfach nur gucken. Der ist halt dieser aufgeladene Schuss, der mir jetzt halt Ärger macht. Ich gebe es ehrlich zu, er macht mir Ärger, der Schuss. So gut er auch sein mag, aber so komme ich nicht durch. Verdammt, ich bin tot. Naja, aber ich bleibe dabei. Also es ist wirklich nicht ultra schwer, wenn ihr euch anstrengt. Es ist nur die Sache, wenn ihr euch anstrengt. Wenn ihr dann aber versagt wiederum, dann heißt das so viel wie fang die Stage von vorne an. Aber das ist okay, weil er ist wirklich ein einfacher Boss eigentlich. Deswegen gibt es auch gar keinen Grund, das jetzt wirklich als schwer zu empfinden, sozusagen. Aber jetzt gucken wir mal, wie weit wir jetzt kommen. Na, und einen Treffer bekommen. Jetzt. Und hier, aufgesammelt. Gut. Und jetzt pausieren wir einfach mal ganz schnell. Nur mal kurz. Dann machen wir doch gleich weiter. Was haben wir jetzt gemacht? Nein. Den haben wir jetzt fast wieder voll, den setze ich jetzt nicht aus. Also wie gesagt, ich bin hier auf jeden Fall jetzt noch in dieser... wie heißt die im Japanischen? Wawa heißt der im Japanischen. Irgendwie ein komischer Name, oder? Wawa. Irgendwie doof. Natürlich. Du lässt dich natürlich nicht vernichten so einfach. Blöder Gegner. Gut, und wir sind auch schon fast... Ja, wir sind schon bei Wawa. Ja, wie gesagt, Vile. Ich glaube, Vile hört sich ein bisschen besser an als Wawa. Weil Wawa, das hört sich so bescheuert an irgendwie. Naja. Also, da kommt er schon, Vile. Und er redet nicht mehr mit uns. Er mag uns nicht mehr. Er hat uns noch nie gemocht. Gut, das ist so. Okay, wir lassen es lieber dabei. Und gucken, dass wir ihn einfach... Nein! Wow, Expedition. Zwischen Mega-Spinner einfach. Nicht Mega-Man, sondern Mega... Spinner. Und einfach. Oh, und jetzt habe ich den Schuss voll aufgeladen. Scheiße. Das ist schwierig jetzt. Oh, ich meine, jetzt haben wir getroffen, aber. Oh, ich versag. Jetzt habe ich versagt. Das war jetzt echt die schlechteste Leistung ever, hey. Das war jetzt echt eine grauenvolle Leistung. Aber wie hat der mir so viel Schaden gemacht? Der hat ja nicht mal mehr. Ich komme da nicht mal mehr. Anstatt dass ich dann einfach halt nicht durchkomme, nein, kriege ich ja dauernd Schaden. Das kotzt mich jetzt auch an. Tot. Nein. Opa. Oh, das gibt's doch nicht. Jetzt fahre ich gerade weiter. Jetzt gehe ich schon wieder. Hey. Oh, ich bin so unfähig in Mega Man X3. Egal. Nochmal eine Runde. Baba. Und jetzt lasse ich mich von den Viechern. Also der aufgeladene Schild, er ist super gut. Aber leider auch ultra nervig irgendwo, weil. Wie gesagt, ich hätte jetzt gar kein Problem mit dem Schuss, wenn ich halt jetzt... Wenn der nicht stehen bleibt, das ist das Problem. Einfach nur, dass mir der Schuss nervt, ihr bleibt stehen. So gut er auch sein mag, wirklich, keine Frage. Auf rüber. Ja. Und wir laden mehr Subtanks auf. Wir hätten jetzt da noch mehr von, aber... Es ist ja wie im... Nee, lass uns treffen und hauen ab. Okay, wie machen wir es? Ja, komm, schieß. Wir laden nicht auf. Ich mache jetzt mal mit normalen Schüssen. Vielleicht kriege ich es dann besser hin. Weil mit aufgeladenen Schüssen habe ich halt so meine Probleme irgendwie. Also, da kommt er wieder und diesmal versag ich nicht. Komm, lad auf. Diesmal sehe ich es nicht mehr als Versagen. Ja, war wahr. Hier bin ich.
Ja komm, hol mich doch. Oh, triffst du mich nicht mehr. Hat du armer Wawa. Oh, 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 oh. Ich finde, Wawa hört sich mehr wie eine Verarsche. Naja, egal. Wir kriegen ihn schon hin jetzt. Mit normalen Schüssen und viel Geduld sollte das ja einigermaßen gehen. Eigentlich. Da, wie hat der mich jetzt erwischt? Mit was? Aber soll mir egal sein, ich mache ihn nicht so. Das ist mir jetzt lieber, weil irgendwie komme ich damit besser zurecht. Teilweise. Braucht er. Oh, da wieder. Er hat mich mit... Mit was auch immer hat er mich erwischt. Ich habe keine Ahnung, mit was er mich jetzt erwischt hat. Ah, das war wieder die übliche Taktik. Das gibt's doch nicht. Ich verliere gegen so einen einfachen Boss. Oh Mann, ich glaube, es ist schon wieder Zeit, Mega Man X für heute zu beenden, glaube ich. Auch wenn der Fortschritt nicht unbedingt super gut war. Mein Gott, ich kann es immer noch nicht glauben. Das ist so ein einfacher Boss, aber irgendwie krieg ich es nicht hin. Und dazu. Da. Das. Und damit geht's von vorne los, die Scheiße. Und weg hier. Jo, irgendwie mach ich, wie gesagt, ich habe hier irgendwie ein Problem. Ich krieg ihn nicht hin. Komm, und weg hier. Gut, gut, gut. Jetzt kommt. Da, ach so, na klar. Das Feuer kommt halt hoch. Ey, leck mich doch am Arsch. Ich krieg's gerade nicht mehr hin. Das ist ja unglaublich, hey. Okay, wir gucken uns jetzt noch eine Stage an. Und das ist, du. Genau, Gravity Beetle. Mal gucken, ob das vielleicht sogar seine Schwäche ist. Mit etwas Glück. Aber das ist jetzt der letzte Versuch für heute, hier vorwärts zu kommen. Und wir pausieren nochmal ganz schnell. Einen Moment bitte. Schon geht's weiter. Also, wo ist mein Controller? Da ist er. Also, und der Gravity Beetle ist übrigens der Bruder. Das habe ich eine Zeit lang nicht gewusst. Von Boomerku Wanger. Richtig, ja, von dem Boomerku Wanger. Und er ist halt jetzt sauer wohl anscheinend, dass wir seinen Boomerku Wanger erledigt haben. Und ist irgendwann mal Maverick geworden und dann war ihm das recht und... Ach, was weiß ich nicht, auf jeden Fall ist er ein Käfer, den wir umbringen wollen. Halt mal. Da geht's nicht ohne Grund nach links. Ich wusste, es geht hier nicht ohne Grund nach links, aber... Was brauchen wir hier, Drill Rhino? Komm, schieß, Mega Man. Das nicht. Dann wird's wohl... Nee, Eis wird's auch nicht sein. Dann wird's wohl... Ich hoffe doch mal... Drill Rhino sein und... Bohrt, yo, bohrt uns auf. Und nochmal. Ja, ja, ja. Und wohl, wie viel Drill Rhino brauche ich denn für die Scheiße? Komm. Ja, 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 ja. Oh. Hey, jetzt machen wir es anders, wenn es nicht ganz okay geht. Genau so. Klappt nicht. Also irgendwie... Ich weiß nicht, ich benutze gerade meine ganzen Drills, aber irgendwie kriege ich diese scheiß Teile nicht auf. Nochmal. Komm, komm, komm. Das muss doch wohl gehen. Ich krieg's nicht hin. Was soll denn die Scheiße? Boah, ich komme nicht ran an den Hard Tank. Toll. Toll, erst tue ich meine ganze Waffe-Energie einsetzen und jetzt komme ich nicht mal mehr ran. Wisst ihr, das ist so irgendwie frech. Jetzt habe ich meine ganze Energie an diesem einen scheiß Teil verschwendet und überhaupt keinen... Dings mehr. Was ist denn das für ein Dreck? Naja. Und? Ah! Hoch. Okay. Und? Ah, hier geht's hoch. Hier geht's hoch. Jo, ich habe jetzt gerade kurz was nachdenken müssen. Also, dann gehen wir weiter. Wir kommen jetzt zum Midpoint oder zu dem Mittelboss. Eins von beiden. Und hier kommt Midpoint. Zum Midpoint. Damit sind wir ja schon... Wow, wir sind schon in der Mitte von der Stage. Wir haben keinen Drill. Natürlich. Das ist natürlich toll. Wir kriegen keinen Drill. Und, ja. Und, oh, diese Viecher sind so blöd. Ihr könnt sie abschießen, wie ihr wollt, und trotzdem treffen sie ruhig. Was soll denn der Müll? Oh, Mann. Ja, okay. Also, der Schuss... Oh, natürlich. Jetzt habt ihr auch noch super große Viecherteile da dran. Große Stacheln habt ihr natürlich auch. Ja. Mann, oh Mann, also die Stage ist... fraglich. Egal, wir gehen hoch. Hoch, 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 hoch. Drill Rhino. Jo. Ja, wir haben es aufgeladen und jetzt werden wir abgeballert. Aber wir werden zurückschießen. Das lassen wir uns nicht so einfach gefallen von so einem dummen Viech. Beste ist jetzt vor allem... Oh, Leben. Und noch was für ein E-Tank. Wir brauchen hier nicht mal mehr ein...
Und hoch. Okay. Also wie gesagt, hier brauchen wir... Jetzt haben wir es. Okay. Wie gesagt, also der Hochsprung äußerst praktisch irgendwie, weil wir sparen uns hier echt Zeit. Wir können hier... Nee, das passt. Okay. Und wo kommen wir hin? Ach, wir kommen immer noch nicht zu Gravity Beetle. Och, Menno. Wir brauchen diese scheiß Stage noch. Oh Gott. Okay, wir gehen vorwärts. Ja, wir haben's. Okay, komm ich jetzt heute noch hoch? Nee? Ex, gehst du jetzt mal hoch? Genau so, Ex. Es geht doch. Mann, oh Mann. Also, ich weiß nicht warum, aber Ex manchmal mag auf mich zu ärgern. Manchmal habe ich das Gefühl, der ärgert mich für sein Leben gern irgendwie. Oh, irgendwie machen die immer einen Treffer. Okay. Ah, okay, also hier ging es jetzt hoch. Hier können wir es jetzt auf die Gefahr hin nochmal probieren. Okay, es klappt nicht, aber macht trotzdem ein anderes Geräusch als sonst. Also es ist eine andere Waffe, die wir brauchen. Aber wir haben noch genug... Boah, du Arsch. Natürlich, der steht so, dass er mich runterkickt. Stirb. Oh Mann, was ist denn hier so eine Scheißstelle hier? Das erinnert mich ein bisschen an die Sigma Stage 1 in Mega Man X1. Oder was? Sigma Stage 1? Egal, wir kommen zu Gravity Beetle. Das soll mir recht sein. Jetzt können wir mal gucken, ob das seine Schwäche zufällig ist. Thunder Fang. Und wenn nicht, dann sind wir hier kaputt. Wow. 36 Minuten haben wir schon aufgenommen. Gut, gut, gut. Und da kommt er schon, Gravity Beetle. Mal gucken, wie wir ihn zerbohren können. Ich habe da keine Ahnung, seine Attacken und so gerade. Nee, auch nicht seine Schwäche. Also, wir können also jetzt erstmal... keine Ahnung, was er da jetzt geschafft. Uhu. Wow. Macht aber einen... okay. Der macht mit seinen Balls da richtig Schaden, du. Leck mich am Arsch. Sind wir Game Over? Wir haben noch ein, zwei Leben. Also, wir müssen ihn mit dem Buster machen. Jetzt haben wir... zwei Leben haben wir noch. Wow. Ich wusste gar nicht, dass wir so gut durch sind. Okay. Also, wir haben einen Buster und können jetzt hoffen, dass wir Gravity Beetle irgendwie besiegen können. Mal gucken, vielleicht schaffen wir es ja. Auf jeden Fall wisst ihr es jetzt genauso wie ich. Wir müssen jetzt gucken, dass wir... Oh, zwei Balls schießen wir natürlich Gravity Beetle. Klar! Warum denn nicht zwei? Einer ist doch nicht genug. Du bist blöd. So, und einen Schweineschaden machen wir auch noch. Macht nicht viel außer Balls werfen, aber wenn die euch treffen mit ihrem Scheiß-Pattern, dann ist fast schon um. Okay, jetzt gucken wir mal. Vorwärts. Also, dann müssen wir jetzt überlegen, wie wir ihn am besten erledigen. Weil in die Ecke darf ich mich auch nicht drängen lassen, dann habe ich nicht so viel Platz. Hier habe ich jetzt noch genug Platz, aber wenn er dann wieder mit einem Ball kommt, dann wird's schwierig. Egal, jetzt soll er erstmal... Also, er schießt und er wirft. Und jetzt wirft er hoch. Ah, okay. Ich verstehe. Und er wirft den nächsten. Okay. Und einen hoch. Okay, also er wirft immer einen hoch und einen in die... Oh Gott, jetzt hat er einen... Ich wusste, dass du irgendwie so einen scheiß Move hast. Aber gut, und der hat den aber früh. Hoch. Ex, wir haben ein Problem, Ex. Vor allem du hast ein Problem, Ex, wenn wir so weitermachen. Egal, wir nehmen jetzt unseren Subtank. Wir kriegen ihn auch mit dem Buster hin, wenn wir uns jetzt anstrengen. Scheiße, das hätte ich gar nicht gebraucht, so viel. Oh, das ist doof. Gravity Beetle, wir besiegen dich. Oh mein Gott, was machst du jetzt? Oben bleiben. Ich habe keine Ahnung, was hier jetzt abgeht. Ich weiß es nicht. Oh, ich weiß nicht, was der macht. Der sein Loch saugt irgendwie alle. Der hat irgendwas mit Löchern, hey. Der ist voll eklig, dieser Robotmeister. Gravity Beetle, du bist eklig, weißt du das? Und wieder sein... Okay, also sein... Uff, was? Was war das? Ich berührte das Teil und bin instant death. Was ist denn das für eine abgefuckte Scheiße? Und ich habe schon dann Subtank verschwendet. Mein Gott, jetzt kann ich ja irgendwo in der Stage eigentlich schon leben farmen gehen. Aber ich habe die Schwierigkeit erst seit dem Buster auf seinem Ultra aufgeladenen. Aber ich kann mir nicht erklären... Ja, aber ich will ihn halt haben. Der ist halt cool. Egal, Schuss aufladen. Auf. Okay... Der hat auch so seinen Imba-Move. Das ist nett. Das wusste ich jetzt nicht.
Also Gravity Beetle, ich wusste nicht, dass du den Imba-Move hast, trotz, dass du noch nicht mal mehr die Hälfte deines Lebens weg hast. Das ist ziemlich fair, finde ich. Sehr fair, natürlich. Aber irgendwie auch wieder nicht. Wir gehen hier rüber. Auch wenn wir getroffen werden jetzt. Und er macht seinen Imba-Move. Oh, also ich weiß nicht, aber der Boss ist schon schwer. Also er ist wirklich schwer irgendwo. Weil er halt wirklich... Er ist schwer zum Aus... Hallo, der hat mich noch nicht mal berührt, ich bin tot. Ey, komm. Sind wir jetzt endlich... Ja, wir sind endlich Game Over. Also auch nicht seine Schwäche. Ich speich ab. Und wir beenden es heute, weil ich... ja, ich habe jetzt keine Nerven für Mega Man X3. Ich hoffe, es hat euch trotzdem Spaß gemacht. Und ich hoffe mal, wir können auf jeden Fall... wir sehen uns das nächste Mal wieder. Wahrscheinlich morgen, wenn wir weiter Let's Play, gell? Bis dahin, macht's gut. Euer Star Wars Warrior 33.